Dann wollen wir mal mit erstmal Aratak reden. Langkerbe ist versorgt. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist. Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriya gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamm zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Was widerfuhr Uriya, als sie eine Gefangene der Kaja war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Kaja fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Was geschah mit der ersten Expedition? Uriya führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Uriya nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brunnen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Uriya aufpassen. Es gibt eine feine Grenze zwischen Selbstvertrauen und Arroganz. Du kannst. Alles klar, Flo. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Ich werde dies den Ossern. Also danke, dass du mit rübergekommen bist. Was sie auch tun, sie tun es mit so. Leidenschaft. Die Maschinen im Süden hat also eine andere Verwirrung. Mal sehen, ob wir das DLC heute schaffen. Dann können wir mal mit der Hauptstory weitermachen. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Ich denke mal, nach dem DLC werden wir durch die Hauptstory fliegen. Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist. Aber nein, nicht unwissend. Ich... Willst du dich bedanken, Uriya? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten. Und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Um.
Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Kaja warst. Ich habe Angst vor dem, was uns da lauert. Ich habe vergessen, was das ist. Er denkt, die Kaja änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schärften nur meinen Blick. Wenn alles ich bin mal gespannt, wie lange wir überhaupt für das Spiel brauchen. Die Stimme. Noch? Vor allem jetzt, wo noch zwei Spiele diese Woche kommen. Zum Glück muss ich diese Woche nicht arbeiten. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn. Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch tausend eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit. Er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur, das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Was finden wir da oben, Orea? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Mhm. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Brutstätte, hä? Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergt. Ich bin ja mal gespannt, was für Maschinen wir im Forbidden West treffen. Ich glaube, auf dem Bild sogar die Golden Gate Bridge gesehen zu haben. Es war nicht einfach für dich, Orea, hierher zurückzukehren. Alles also weiß man zumindest schon mal, wo man ungefähr ist. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Okay. Gehen wir zum Donnerkamm. Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Ah, die hat das mit dem Feuer ein bisschen zum Schmelzen gebracht oder leichter zu zerstören gemacht. Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Einfach mal so Technik austricksen, indem man Rauch in die Lüftung lässt, ne? Damit es sich öffnet. Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Hier, einfach rüber. 21. November 2064. Oh, ich brauche aber Pilze. Hast du versucht, etwas zu hören? Hier sind Erinnerungen. Nachrichten von den Alten. Du kannst sie hören. Genau,
Was sagen Sie? Ich bin nicht sicher, Uriah. Am besten alles mitnehmen, was man hier so findet, ne? Ah, hier ist die Leiter. Da gehen wir hoch und dann... Ja. Textnachricht, wie gesagt, sowas lese ich dann im Forbidden West gründlicher. Da werde ich auch noch gründlicher sein. Da fällt mir ein, ich habe es noch nicht mal gelesen, wo ich es erst mal durchgespielt habe, aber bei Forbidden West mache ich mal eine Ausnahme. Da will ich alle Textdokumente lesen. Warte mal, was? Naja, die sind halt noch nicht in so einem hohen Level, ne? Das heißt, der Boss wird wahrscheinlich in einem hohen Level sein. Siehe Brüllrücken. Das nehme ich doch mit. Aua! Ach komm! Na gut, dann halt ohne Schleichen. Ich glaube, im Forbidden West schraube ich auch den Schwierigkeitsgrad aufs Maximale. Mal sehen, was passiert. Man kann es ja jederzeit runterschrauben, denke ich. Das ist ja der Vorteil. Die Gegner waren auf jeden Fall noch einfach. Das Level ist ja... Ja, hier lang. ...noch einigermaßen machbar. Haben bestimmte Monster ein bestimmtes Level? So wie es aussieht, ja, ne? Oh mein Gott. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch, aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen, mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich hab verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Dame Frost. Wozu war das gut?
Wir könnten rein und alles töten. Aber der Behemoth da... Ja, das sind auf jeden Fall alle zu hohes Level. Das Spiel sagt mir halt, nein. Das solltest du nicht tun. Ja, wo ich das hier auf jeden Fall das erste Mal gespielt habe, das DLC war schon Level 50. Da war das kein Problem. Ich weiß noch nicht mal, ob ich mich hier durchgekämpft habe einfach. Weil... Ich ging dort lang. Wer mich kennt, weiß, Schleichen ist mein... Es ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, aber ich schleiche lieber, als dass ich entdeckt werde. Auch wenn das Kampfsystem Spaß macht in einem Spiel. Man kann ja beides machen. Schleichen. Und... Kämpfen. Wenn es nicht anders geht, ne? Ich sollte vielleicht die markieren. Auch wo die sind. Oh, ein dämonischer Pirscher. Achtet auf Minen, wenn Pirscher da sind. Hä? Ich bin hier! Ihr wollt mich doch verarschen! Ich war da drin! Ich werde dich niedernehmen. Oh Mann, hör auf zu springen! Für den Veran! Folgt der Stimme des Lichts! Hier endet dein Lied. Alter, wo, was?
schneller da gewesen, als ich geguckt habe. Vor allem, wir haben nämlich gesehen, ich war im Busch. Wahrscheinlich nicht buschig genug. Aber ich war... Manche Gefahren lauern versteckt. Hier habe ich gerade keinen Busch. Deshalb. Da ist genau eine Mine davor. Wollte mich verarschen. Den kann ich nicht one-hitten. Das wäre nicht gut. Da geht's weiter. Aber wieso? Ich hab den nicht berührt! Wer von euch war das? Ich hab eine Idee, aber die wird euch nicht gefallen. Rennt! Wo sind meine Kollegen? Kämpfen die noch? Ja, sollen die mal machen. Ist das ein... Oh, das ist die Brut. Dass ihr alle Städte. Heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan meine Cam, ne? zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chow. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir.
Schläft dir, Lust und Caldera. Du verdienst deine Margarita. Einen Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chao. Okay, Cyan, was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Es war die Stimme mit den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Und das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Wir können durch. Die Geothermalanlage können wir abschalten. Das Kühlsystem verbergen. Lege Maschinen bei der Brutstättentür. Aber leise. Das sind nämlich keine starken Maschinen. Dreh dich um, komm. Zum Glück können die nicht scannen oder sowas. Natürlich ist unter den ganzen Maschinen ein Versänger. Oh, und der Versänger ist schon wieder außerhalb meines Radiuses. Kämpfen oder weglaufen. Er ist doch schon tot, also brauchen wir gar nicht kämpfen. Oh, ich weiß schon, was ich mit dem Versänger mache. Nee, das lassen wir lieber. Alter!
Yes! Das war keine Lore dann für mich. Aber den hat's zerlegt. Oh, hier ist doch eine Lore. Puh. Das brauche ich später noch. Für eine Level 50 Quest ist das doch recht einfach. Hätte ich bloß nichts gesagt. Sicherheitsrisiko erkannt. Mobilisiere Autonome. Jetzt geht's los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Okay, was bist du? Ja, hätte ich bloß nichts gesagt. Mann, warum zu mir? Ah, ich steck hier fest. Ja. Ah, verdammt! Ah, Mist! Thank you.
schon größere Herausforderungen. Das war's. Ich halte nicht viele von Ruhmesliedern. Aber dieser Kampf so, war einer Sprache. Damit kann Daga den Eisdorn flicken. Und jetzt, Aloy, die Tür. Kannst du sie öffnen? Finden wir es raus. Die wollen's wissen.